Hey Internet und YouTube, zurück beim Fürst der Blödheit. Ich muss irgendwas machen mit einem Kelch und so. Au. Und das mache ich jetzt auch. Als erstes Konzentration. War ich hier drüben? I think I know exactly what to do. Pop, 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 ne Kette. Ich hab ne Kette. Das ist neu, oder? Das ist neu? Das ist ganz neu. Das ist wunderschön. Kannst du nicht aufheben, gell? Kannst du nicht aufheben? Du Bekloppter. Hallo? Speichern, speichern! Warum habe ich hier die Maus im Bild? No! Oh Gott! Just a second, Neustart. Okay, back to business. Back to business. Von einer Eisentür zur anderen. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Was, was, was? Hi! Jesus! Oh, zu viele! Ich bin tot! Wirklich? Ich bin tot! Du blöder Vampir! Du Edward! Okay. Dann... Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Au! Ist noch eins! Mann, weil ich so schön herumschwebte. Alle Ruhe. Hier sind die lauter solche Dinger. Moment, okay. And now... Immature as well, papapapapapapap. Vampirfürst. Komm, hau ab! Was ist die Raserei? Okay, speichern, speichern, speichern! Daddy ist hier. Ich bin. Kennst du den Tod? Wo ist? Meine Energie! Meine! Warte, warte! Hachi! Holy Babumba! Das ist alles falsch hier. Das ist alles falsch. Ich brauche Objekte. Oh mein Gott! Zaubertränke. Wiederherstellungszauber. Mhm. Mhm. Tragfähigkeit unbedingt. Ja, von mir aus, sicher. Der Gesundheit. Etwas erhöhen. Die Ausdauer. Okay. Yes! Yes! Au, 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 au! Stopp, stopp! Komm her, 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 komm her! Venados Vulpin! Ihr habt gewonnen! Das ist mir wurscht! Ich hab erst gewonnen, wenn du tot bist. Wer mit einem Pfeil? Sag einmal du. Dünner Hansel. So. Sprangelanger Hansel, nudeldicke Bieren. Brauche ich diesen Becher oder ist das? Quellschüssel, her damit. Zaubertrank des Taschendiebstahls brauche ich unbedingt nicht. Aber ich nehm's. Now what? Now. What? Ich komme von hier. Ich gehe einfach hier weiter. Hier. Das sieht gut aus. Oh, da ist der Sprudel des Lebens. Die Rotweinfabrik. Fülle den Kelch an der Quelle. Alright. Activation. Aktivieren. Kluck, kluck, kluck. Was denn? Der kleine Unfall, den ihr hattet, kam völlig unerwartet. What? Was? Ja, ja. Zu schade.
Fürst Harkons neuer Liebling starb leider. So kurz nach seiner Aufnahme in die Familie. Von was redet ihr? Wir können von Glück sagen, dass ich hier war, um Vingalmo den Kelch zurückzugeben, damit er sicher gehen konnte, dass Harkon ihn wiederbekommt. Wartet mal, was? Das war nicht so abgesprochen. Wir bringen ihn zusammen zurück. Ihr Idioten! Ihr habt doch nicht geglaubt, ich würde euch hier einfach herausspazieren lassen, oder? Vingalmo will euch beide tot sehen. What? Na, das ist schon in Ordnung. Ortjolf hat mir befohlen, alle zu erledigen, die sich mir in den Weg stellen. Seht an, seht an. Was? Du hast keine Ahnung. Wenn du dich anlegst. Und du hast so viel Mr. Freeze. Batman. Stalfi. Das war einfach ein schwerer Fehler. Fülle den Kelch mit Vampirblut. I will do. Kann ich jetzt endlich? Abgeschlossen. Also, wann habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Ging flott. Kehre zu Garan, whatever. Kehren wir zurück. Diese Vampirfürst. Ah, wieso habe ich das genommen? Okay. Speichern, speichern, speichern. Das finde ich ein Service. Danke fürs Aufmachen. Nee. Hier? Ah, das ist die... Ups. I understand. Nee, das war falsch. Muss hier raus. Quatsch. Aha, fast. Au. Hi, warum lebst du noch? Ja. Weißt du, was hier drin passiert ist? Das hier. Okay. Ich meine, der Idiot, der steht hier noch ewig weiter und bewacht Sachen, die schon längst gestorben sind. Ich habe ihm nur einen Gefallen getan. Ich habe ihn frühzeitig in Rente geschickt. Sozusagen. Nicht zu danken. Wald im Sonnenlicht. Ist mir Wurst. Interessant. Kartenmarkierung nicht. Okay. Ha, okay, Map. Aktueller Stand und Tagebuch. Kehre zurück. Am Arsch der Welt. Zurück zur Burg. Zuckrock. Geht das? Zuckrock. So hübsche Kerlchen waren das. Die nehmen zu, weil du hungerst. Aha. Sie nehmen zu, weil ich... Whatever. Hopp, 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 hopp. Vom Loading Screen zu Loading Screen. The never-ending loading screen. Ich sehe den Nebel und Fraps läuft weiter. Ich bin der beste Lyric-Schreiber in der Musikbranche. Okay. So. Du. Wahnsinn, wie es hier aussieht. Ihr seid schon ein bisschen... Wie ich sehe, seid ihr zurückgekehrt. Ja. Fürst Harkon wird zufrieden sein. Gut, gut. Ihr seid Stalf und Salonia begegnet, nehme ich an. Fürst Harkon und ich vermuteten, dass sie euch vielleicht dorthin folgen werden. So, so. Sie ihr seid Stalf und Salonia begegnet, ja, sag nehme ich doch. An. Fürst Harkon und ich vermuteten, dass... Natürlich wollen sie das. Ach so, okay. So laufen die Dinge am Hofe von Fürst Harkon. Lauter Idioten, oder wie? Vingalmo und Ortjolf dürsten beide danach, den Thron unseres Fürsten zu besteigen. Aber sie können nicht offen gegen ihn vorgehen.
Beide wollten ihre Macht vergrößern, indem sie Schergen entsandten, die euch töten und den Kelch für sie holen sollten. Das ging daneben. Indem ihr dafür gesorgt habt, dass unser Fürst den Kelch erhielt, habt ihr seine Macht vergrößert und ihnen ihre kleinen Schoßhündchen genommen. Ihr habt Fürst Harkon zwei große Dienste geleistet. Nehmt euch das, was ihr gelernt habt, zu Herzen. Und seid achtsam, bevor ihr jemandem euer Vertrauen schenkt. Nun, glaube ich, will Fürst Harkon mit euch sprechen. Glaubst du? Abgeschlossen! Entfernt! Gib mir deinen Kelch wieder! Kann ich einen Schluck haben? Harkon. Ich bin dem Fürsten der Burg treu ergeben. Und nur ihm allein. Mit vollem Mund spricht man nicht, okay? Mein Gott, bist du hässlich. Es gibt genug für uns alle. Sonst, wie geht's dir sonst so? Oh. Es gibt genug für uns alle. Und so? Lasst mich in Ruhe. Kannst du mir 10 Euro borgen? Lasst mich in Ruhe. Wer ist der beste Spieler hier habe ich alles, was ich auf brauche. YouTube? Das könnte ich jetzt ewig so weiter fortsetzen. Du bist kleine Racke. Hol das Stückchen. Hol das Stückchen. Okay. Du bist noch immer der gleiche Idiot? Warte. Pfeil. Hier oben. Richtig? Hopp, 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 hopp. Ich bin falsch. Sorry. Zurück. Hier. Wo ist er denn, der Fürst? Das ist aber gemütlich. Hier kann ich mich hinsetzen. Ihr seid hier. Ja. Gut. So, dann lass uns mal quatschen, mein Freund. Ihr wolltet mich sprechen? Ja. Als ich euch meine Dankbarkeit für die sichere Rückkehr meiner Tochter aussprach, sagte ich die Wahrheit. Ich habe euch aber nicht alles erzählt. Sie liebt mich. Gut. Starke Instinkte und ein scharfer Verstand werden euch ebenso gut dienen wie Klinge, Zauber oder Klaue. Verstand. Wie ihr wisst, sind Vampire mächtig, doch auch uns sind Grenzen gesetzt. Die Türen? Unser größter Feind ist die Sonne. Und bis vor kurzem hatten wir keine Möglichkeit, gegen diesen Feind zu kämpfen. Viele Jahrhunderte lang suchte ich nach einer Antwort auf dieses Problem. Ich stieß auf eine alte Prophezeiung, die ein Mottenpriester niedergeschrieben hatte. Einer jener Priester, die die Schriftrollen der Alten lesen. Die Prophezeiung spricht von einer Zeit, in der die Vampire die Macht über die Sonne erlangen und ihre Tyrannei nicht länger fürchten müssen. Ich glaube, dass der geheime Schlüssel zur Enträtselung dieser Prophezeiung in Serenas Schriftrolle der Alten geschrieben steht. Ich habe eine Versammlung des Hofes veranlasst. Es gibt eine neue Aufgabe, die wir gemeinsam angehen müssen. Auch ihr seid gefordert. Ich mache immer alles alleine. Kommt nun und vernehmt meine Bekanntmachung. Hör dir Harkans Rede an, aber im nächsten Part, oder? Okay. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich speichere like a pro. Und danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis gleich. Also wenn der andere Part gleich... Tschüss!